Lashy dazu, sich mit den Dealern zu beschäftigen. Ich hatte einen ersten Patienten und es sprach sich sehr rasch herum. Diese Leute bilden eine Art geschlossene Gesellschaft und deshalb hatte ich immer mehr, die mich um Hilfe baten. Die meisten albanischen Dealer in der Schweiz kommen aus Durrës, Shijak und Tirana. Die Leute aus Shijak verließen Albanien in den frühen 90er Jahren nach der Öffnung. Sie suchten Arbeit in der Schweiz, trafen aber dort auf die Kosovo-Albaner, die schon Drogen verkauften und wurden so Teil des Drogenhändlerringes. Und sie brachten dann weitere Leute aus Shijak mit. So entstand diese Verbindung mit der Schweiz. Verlockender Luxus. Etwa 400 junge Männer aus Shijak sollen als Dealer in der Schweiz Geld gemacht haben. Sie möchten offensichtlich auch in der Heimat die Erinnerung an Zürichs einschlägige Straße nicht missen. Klein-Zürich mitten in Albanien. Selbst die Jugendlichen im Dorf wissen Bescheid über die illegalen Einkünfte aus dem Drogengeschäft. Die Leute aus Shijak waren nicht die ersten, die in der Schweiz Drogen verkauften. Deshalb finde ich es nicht richtig, dass man jetzt die Albaner so hervorhebt. Natürlich gibt es viele aus Shijak, die Drogen verkaufen. Aber auch andere Ausländer machen das in der Schweiz seit Jahren. Deshalb finde ich das in Ordnung. Entwicklungshilfe einmal anders. In Klein-Zürich wird das schmutzige Geld sogar investiert. Diese Baufirma mit 30 Angestellten verdankt das Startkapital ebenfalls der Schweiz. Angeblich dem Handel mit Okkasionswagen. Besitzer Niam Yashari will die Schweiz nur flüchtig kennen. Ich war nur kurz in Zürich und dann kam ich zurück. Aber ich hatte dort Kosovo-Albaner getroffen, die auch im Autobusiness waren. Der Handel mit Okkasionswagen ist allerdings nicht selten eine Waschanlage für schmutziges Geld aus dem Drogengeschäft. Der Gewinn aus dem Drogenhandel wird in Autos angelegt und diese werden ganz legal nach Albanien exportiert. Auch das ist ein gutes Geschäft, denn die Nachfrage nach einer bestimmten deutschen Luxusmarke scheint hier schier unbegrenzt. Yashari bestreitet vor der Kamera, dass Leute aus Shijak mit Drogengeschäften zu tun hätten. Ich habe noch nie gehört, dass Leute aus Shijak im Drogenbusiness Geld verdienen. Viele verkaufen aber Autos aus der Schweiz und machen damit Geld. Das ist normal. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Kurz darauf versuchte allerdings unseren albanischen Übersetzer für seine Drogengeschäfte in Zürich zu gewinnen. Drogen waren im Land selber bis vor kurzem kein Problem. Das Thema Drogensucht tabu. Doch in der toxikologischen Klinik Tirana wird jetzt mit Besorgnis registriert, dass im Transitland Albanien ein eigener Markt für Heroin entsteht. Noch hat Dr. Zulay mehrheitlich Dealer als Patienten. Doch die Situation ändert sich rasch. Die erste Generation der Drogensüchtigen waren Emigranten und Drogendealer. Sie kamen zurück nach Albanien, um sich kurieren zu lassen und um das Geld zu bringen. Heute stellen wir fest, dass viele junge Leute in Albanien Drogen nehmen, die nie im Ausland waren. Auch Jean Leschi hat als freiwilliger Helfer Drogensüchtiger immer mehr zu tun. Von rund 10.000 Drogenabhängigen im ganzen Land sprechen die albanischen Zeitungen. Und diese neue Generation hat vom Heroin nur die Sucht, nicht aber die Villa. In diesem trostlosen Wohnquartier besucht er den Heroinraucher Fatmir Alia, der soeben die erste Phase des Entzugs hinter sich hat. Seine Mutter und die junge Schwägerin sind immer noch sehr besorgt. Aber Fatmir geht es heute etwas besser. Er kann sogar mit uns reden. Es gibt hunderte von Drogensüchtigen hier, auch sehr viele Mädchen. Ich habe erst gemerkt, dass er Drogen nimmt, als er krank wurde. Ich weinte den ganzen Tag. Ich hatte gehört, dass es nun auch Drogen in Albanien gäbe, aber ich hätte nie gedacht, dass auch mein Sohn Drogen nimmt. Ein großer Kontrast zwischen den Dealern in den Villen von Shijak und Fatmir in der engen Wohnung seiner Familie in Tirana. Jean Leschi hofft, dass bald etwas gegen die rasche Ausbreitung des Heroins getan wird. Denn hier kommt das Drogenelend zur drückenden Armut noch hinzu. Nichts wie weg aus diesem Land. Der Hafen von Durrës ist ein Fluchtpunkt. Und die spielenden Jungen, die nächste Generation illegaler Emigranten. Von den Größeren waren einige sogar schon in der Schweiz.
Der dort hinten war auch dabei. Wir wurden gebraucht, um Drogen zu transportieren. Wer hat dich in die Schweiz mitgenommen? Ich ging selber nach Mailand mit dem Zug. Was? Und wie weiter? Mit Freunden ging ich in die Schweiz, von Como aus in die Schweiz. Wo wohnst du? In der Nähe von Chiac. And are there any others from Chiac? Yes, Chiac, yes, 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 yes. Dem Polizisten gefällt es gar nicht, dass die Jungen so nah an der Fähre spielen. Und es gefällt ihm erst recht nicht, dass wir mit ihnen sprechen. Die schöne italienische Fähre sollen wir filmen, nicht die frechen Bengel. Seit Monaten kennen die... Doch Blödsinn! Komm, fick deine Alte! Was? Meine was? Sag mal, sprichst du oder? Der an einer Lungenentzündung erkrankte russische Präsident Jelzin bleibt voraussichtlich. Zinsen wurden bis Dezember auch gezahlt, dann geriet Opposition der Regierungspartei vor, die Einlagen des umstrittenen Unternehmens zur Finanzierung ihres Wahlkampfes genutzt zu haben. In Albanien arbeiten zahlreiche Kreditinstitute am Rande der Seriosität. Über 60 Personen wurden verletzt. Die autonome Stadt im Westjordan, auch in Albanien, sind die Kritiker der Regierung erneut auf die Straße gegangen. Die Organisatoren der Demonstration, die Ex-Kommunisten, riefen ihre Anhänger dazu auf, wie in Belgrad und Sofia, von nun an täglich gegen Präsident Berisha zu protestieren. Die Polizei in Tirana löste die Demonstration von rund 5000 Menschen schließlich mit Gewalt auf. Die Protestanten werfen den Machthabern vor, nichts gegen die gravierenden sozialen Probleme des Landes zu unternehmen. Die Regierung habe die Bürger außerdem jahrelang zum Sparen in Form sogenannter Pyramidenspiele ermutigt. Beim Zusammenbruch dieses Geldanlagesystems soll jeder siebte Albaner seine Ersparnisse verloren haben. Am Samstag hatte Präsident Berisha angekündigt, die Regierung wolle den betroffenen Bürgern finanzielle Hilfe und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. In Lushnje ist es am Samstag erneut zu Ausschreitungen gekommen. Geprellte Sparer gingen auf die Straße und griffen eine Bank und öffentliche Gebäude an. Bei den Tumulten wurde auch der albanische Außenminister durch einen Steinwurf verletzt. Er wollte seine Landsleute beruhigen. Ausgelöst worden waren die Proteste durch den Zusammenbruch eines Sparsystems. Es versprach enorme Zinsen in kürzester Zeit. Viele Albaner wurden so um ihre gesamten Ersparnisse gebracht. Die Opposition hat der konservativen Regierungspartei vorgeworfen, mit den Gewinnen aus diesem System ihre Wahlkampagne finanziert zu haben. Sie fordert sofortige Neuwahlen und hat für Sonntag eine Großdemonstration in Tirana angekündigt. In der südalbanischen Stadt Lushnje ist es am Samstag erneut zu Ausschreitungen gekommen.
Geprellte Sparer gingen auf die Straße und griffen eine Bank und öffentliche Gebäude an. Bei den Tumulten wurde auch der albanische Außenminister durch einen Steinwurf verletzt. Er wollte seine Landsleute beruhigen. Ausgelöst worden waren die Proteste durch den Zusammenbruch eines Sparsystems. Es versprach enorme Zinsen in kürzester Zeit. Viele Albaner wurden so um ihre gesamten Ersparnisse gebracht. Die Opposition hat der konservativen Regierungspartei vorgeworfen, mit den Gewinnen aus diesem System ihre Wahlkampagne finanziert zu haben. Sie fordert sofortige Neuwahlen und hat für Sonntag eine Großdemonstration in Tirana angekündigt. Durcheinander hielten sie ihren ungewöhnlichen Dauerprotest aufrecht. Die Polizei hindert sie seit vergangenem Sonntag daran, auf ihrem gewohnten Weg durch die Belgrader Innenstadt zu ziehen. Die Sozialisten behaupten inzwischen allen Ernstes,